Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Chaos. Heute habe ich mir was ganz Spezielles wieder vorgenommen, denn ich hatte heute die PlayStation einmal laufen lassen, während die auf Arbeit war. Ja, und ich wurde die ganze Zeit zugetextet. Lad mich mal ein, lad mich mal ein. Ich habe doch jede Folge gesagt, ich bin von 14 bis 23 Uhr arbeiten. Gut, das dazu. Ich habe mit Eddie ein bisschen Kontakt gehalten. Er hat mir auch geschrieben, wann der Server wieder ausgegangen ist. Das liegt kurioserweise, denke ich mal, an dem Spiel selbst. Wenn die Leute mal rausgehen, reinkommen, irgendwann schmiert das Spiel ab und der Server ist aus. Da ich nicht zu Hause bin, kann ich das natürlich nicht kontrollieren. Das kann auch keiner wieder neu starten. Deshalb passiert es manchmal, dass es einfach aus ist und die Leute kommen nicht mehr drauf. So, ich kann auch keinen Rechte geben, weil ich nicht da bin. So, Eddie kann das natürlich auch nicht, der kann nur Leute hin und her porten und so weiter und so fort. So, ich möchte mir mal die Änderungen angucken, was sich denn heute so... Okay. Hier wurde schon mal eine Einweihungskarte gegeben. Das Schild gefällt mir. Egal wer es war, es gefällt mir. So, dann fliege ich mal lang. Ich habe heute gesehen, glaube Michel war nicht online. Oder? Ich muss mal ein bisschen rumgucken hier. Der Postkasten steht noch. Ich gehe mal ein bisschen in die Höhe. Nö. Hier war nichts. Gut. Guck ich mal weiter. Ja, hier ist ja mein angefangenes Projekt, was ich natürlich noch weitermachen werde. Keine Sorge, da bin ich ja voll dabei noch. Also ich bin auch noch voller Elan. Ich wurde ja schon gefragt, ob ich es wirklich schaffen werde, 1000 Folgen zu machen. Ich danke dir, Adriano. ja, da oben war nochmal ein Schild von mir. Es geht nicht darum, ob ich die 1000 Folgen schaffe, sondern ob ich noch Bock habe, weil das liegt ja daran, ich spiele dieses Spiel ja nicht, um irgendwas zu erreichen, sondern weil ich Spaß dran habe und das ist Sinn und Zweck der Sache. Deswegen, ja, ich mache das ja auch hier, ich lasse ja den Server auch für euch offen, dass die Leute auch mal drauf schauen können. Und Leute, wenn ihr mir schreibt, gib mir Rechte, sonst gibt's ein D-Abo. Wisst was? Ich hätte jetzt wieder fast schlimme Worte gesagt. Denn deabonniere mich doch. Ist mir doch wurscht. So. Weil, ich möchte einmal sehen, dass ein YouTuber in meiner... Ich bin jetzt nicht gerade groß als YouTuber. Aber ich sag mal, dass ein YouTuber über 1000 Abonnenten doch so frei ist, seiner Community zu vertrauen, dass er schon einige selbst, also von selbst bauen lässt und andere Spieler überhaupt drauf lässt. Das müsst ihr mal mit bedenken. Also so live auf die Welt kommen und sich allein nur mal umzuschauen, das macht auch nicht jeder. Ich meine, selbst Gronkh, also ich... Nicht gegen Gronkh, ich mag Gronkh. Seine Minecraft-Welt hat er bis jetzt immer noch nicht zum Download freigegeben. Und da kann man sich das jedenfalls hier schon mal so live bei mir anschauen und kann sozusagen auch, wenn ich mal anwesend bin, sogar mit mir sprechen. Ich weiß, das ist kein großes Privileg, aber ich meine, der Eddie, unsere Community-Rampensau und Bobby, die machen das schon. Also die sind jetzt... So für mich, also die Größe, also mit Noisy und Sharky und alle, die da sind, das sind ja für mich die einzigen, das sind ja für mich die Größen, weil die so bei mir mitwirken, die auch sozusagen auf dem Server ein bisschen für Ruhe sorgen und so weiter, was hier nicht ein Durcheinandergegake ist und sowas alles. Vor denen habe ich ein bisschen mehr Respekt als vor mir selbst, weil ihr seht, ich quatsche wieder allein vor mich hin, aber die müssen die ganze Zeit immer alle durchbringen, sagen wir es so. Weil. Seit wann ist hier eine Straße? Alter! Das ist ja mal fett. Da guckt jemand den gleichen YouTube-Channel wie ich. Schön nachgebaut, ja. Ich habe aber den gleichen YouTuber abonniert und mir gefallen seine Bauwerke. Sehr schön nachgebaut, sehr schön. Bitte mal ein Namensschild dran klatschen das nächste Mal, wer es gebaut hat. Würde mich tierisch freuen.
Sieht auf jeden Fall stark aus. Sieht richtig geil aus. Habt ihr gut gemacht. So, da gucke ich mal weiter. Zoom. Ich weiß, es kommen immer nicht alle drauf, weil manchmal ist der Server einfach zugestopft. Da sind dann welche drauf. Ich will Rechte, ich will Rechte. Und gehen einfach nicht runter. Das kann natürlich auch sein. Schießt's Pferd? Neusies Pferd. Hä? Das war doch Neusies Pferd, oder? Keine Ahnung. Wisst ihr nicht mehr? Was hat denn Neusi hier gemacht? Ah, Neusi hat die Schmiede gebaut. Neusi, mit deiner Erlaubnis möchte ich gerne meinen Superofen hierher bringen und hier aufbauen. Der passt perfekt zur Schmiede. Wenn es dir genehm ist. So, ich guck mal weiter. Sorry, dass ich heute nicht weiterbaue. Also, ich baue nachher schon in der nächsten Folge weiter. Aber hier könnt natürlich 10 Millionen Kisten rein. Ich guck einfach mal rein. Ich bin mal so frei. Ach, guck hier, schöner grüner Teppich. Das ist das Lagerhaus. Mann, ey, ist richtig viel drin. Ich frage mich, ob jemand schon was in Richtung Marktplatz gemacht hat. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Ach so, das ist die... Ah, ich kann die Neusi so schön ärgern damit. So, hier... Oh, hier wurde auch schon was gemacht. Oder? Zumindest ist, glaube ich... Ja, ein anderes Dach. Ja, ich sehe das. Ich merke mir, was hier in dieser Welt ist. Ja? So, Sharky, was hast denn du hier vorne gemacht? Warte mal. Wo ist ja Sharky? Ja, das wissen wir. Was habt ihr denn hier gemacht? Eine Doppeltruhe voller Stein für 9 Diamanten möchte hier jemand tauschen. Okay. Gucken wir mal weiter. Ja, das sollte später auch auf dem Marktplatz sein. Aber da muss natürlich großes Vertrauen in die anderen, also in die ganzen Mitspieler sein. Und alter Eddie! Der breitet sich aus hier. Ja, wie gesagt, hier Eddies Häuser. Es werden immer mehr, immer mehr. Ist ein schöner Kronleuchter da oben. Seine coole Sitzbank. Jetzt bin ich neugierig. Sorry, ich bin manchmal ein kleines bisschen neugierig. Aha, keine illegalen Sachen. Du stapelst Dreck. Aha. Das ist ein kleines Geheimnis. So, gucken wir mal hier. Können wir beim Umschauen auch mit Blümchen alles drum und dran in der Bude. Stimmt, Blümchen. Jetzt, ich weiß, was dir fehlt, Eddie. Dir fehlen Bilder an den Wänden. Oh, das Schild hatte ich damals aufgestellt. So, gucken wir mal weiter. Ein bisschen rumschauen hier. Oh, erstmal Eddie seine Bauwerke hier ein bisschen angucken. Ja, aber ist ganz schön fleißig. Nicht leer. Da waren einmal... Waren das nur 64 Gold gefarmt? Da sind seine ganzen Handwerksmaterialien, die er schon ein bisschen zerstört hat. Sorry, heute bin ich extremst neugierig, was ihr so nebenbei noch gefarmt habt. Und er hat den Balkon rangebaut. Den Balkon. Den hatte ich ihm ja empfohlen, weil das Häuslein ein bisschen wie ein Kasten aussah. Hat er gemacht, finde ich schön. Ah, verstehe. Unser Gotteshaus. Ich dachte, das wäre eine Kirche und da steht da oben das Bier dran. Bier. Bier einen Euro und Kaffee 1,50. Da saufen alle nur noch Bier, weil der Kaffee zu teuer ist. Gut, hier soll also das Wirtshaus unten sein. Hier oben kann man pennen. Extra konzipiert für Suffköppe. Sorry. Gucken wir mal weiter hier. Was dann hier alles noch so erledigt wurde. Hier war es heute nicht da. Du warst heute nicht da. Oder hast du da hinten weiter gebaut? Ich meine, da hinten hast du ja noch was ausgesucht. Nee, du warst anscheinend heute nicht da. Gucken wir mal hinten, was da noch so
wundersame Sachen, nicht Wundersamen, sondern wunderbare Sachen geschehen sind. Da hinten ist noch ein Häuschen. Das gucke ich mir gleich an. Wer? Achso, rote Schafe. Ich dachte jetzt, hä, wo hat der die Pilzkühe? Ah, der Nodi, den habe ich heute neu dazu geholt. Also, er war auf meinem Server drauf. Und da kamen gleich wieder die ersten rein. Krieg ich Rechte? Krieg ich Rechte? Und er, ganz cool gesagt, ey, wenn du fragst, kriegst du eh keine Rechte. Und der Typ hat weiter immer, krieg ich Rechte? Krieg ich Rechte? Und er ist glaube ich, eine halbe Stunde oder so hier geblieben. Ohne irgendwas zu fragen. Und hat sich alles angeguckt. Und wo er fertig war mit angucken, war nochmal rausgegangen. Kam später wieder. Und dann habe ich gesagt, okay, kannst du auch was bauen. Hier ist ein bisschen leer. Beat, deine Bude ist leer. So, schauen wir mal weiter. Was geht denn hier? Ach, hier ist der Adrian HD-Gamer. Du hast dich aber ganz schön ausgebreitet, ne? Vom Grundriss nicht schlecht. Ich hoffe, das werden mehrere Etagen. So, was geht denn hier? Alter, jetzt ist auch was getan. Hier hat sich auch was getan. Du kannst mal die Tür zumachen, Adriano, das zieht. So, hier auch noch, oder? Deine Kirche und deine Mini-Farm. Ich werde dir, glaube ich, mal eine Kiste ein paar Samen später reintun, damit du noch andere Dinge anpflanzen kannst. Ah, hier ist deine Kirche und hier kann ich meine Reden halten. Zusammenreißen, ich weiß. Was gibt's hier? Deine Fischerhütte. Aha. Mal sehen, wie viele Fische in dem Tümpel drin sind. Ich glaube, hier hättest du mehr gekriegt. Müsst ihr euch mal vorstellen. Hatte so einen ganz kleinen, Tümpel. Und nebenan ist das große offene Meer. Nee, war Spaß. Sieht aber cool aus. Ist ein guter Einfall. Wieder ein bisschen Inspiration für mich. Gefällt mir, gefällt mir. Ah, sind also wirklich kreative Adern hier bei uns. Also wir haben doch schon richtig entschieden, wer so reinkommt und wer nicht. Noch nicht. Also ich muss die Leute auch noch ein bisschen kennenlernen. Ist natürlich schwer, dass ich tagsüber arbeite, deswegen... Der Shizit, der macht sich hier auch ganz schön breit. Hinten mit seiner Miniburg. War heute anscheinend nicht hier. Alter Bobby. Na, Kalle, der war auch nicht hier, aber Kalle, der hat bestimmt Berufsschule. Und da hat er mal recht wenig Zeit. Nimmt sich das größte Projekt vor, hat aber am wenigsten Zeit. Der Vitali. Gucken wir mal Vitali rein. Holzboden. Also, so ein Holzboden ist mir auch noch nicht eingefallen. Ist aber eine gute Idee. Wenn du jetzt... Warte, ich muss mal kurz den Soundtest machen. Ah, nee. Wenn du hier so... Nee, Teppich... Ach, nee, nee. Hier brauchst du keinen Teppich. Aber bei dir zieht es ein bisschen rein hier vorne. Du hast da ein paar Löcher in der Wände. Auch nicht schlecht. Also... Ein paar Scheiben kann ich dir geben. Ist alles kein Problem. Hier wird schon irgendwas flaniert. Also das ist noch vom Kalle. Ja, das war wieder der tägliche Rundgang von mir. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie ich das immer mache, wenn ich abends nach Hause komme. Dann fliege ich einmal hier rund. Und das war's dann. Ich guck mal ganz kurz nochmal rüber, ob der Michel wirklich nicht da war. Also ich weiß es ja nicht. Ich war den ganzen Tag... arbeiten und da kann ich das immer schlecht beurteilen. Ich habe bloß einmal zwischendurch dem Eddie geschrieben, ob der Server noch läuft. Also wo ich ihm geschrieben habe, ging es noch, aber dann glaube ich ein paar Stunden später war es dann doch wieder vorbei. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo das war. Ich weiß, dass es hier in der Gegend irgendwo war. Da! Ah, oh, alter Michel. Hier baut er seine Arche, falls meine ganze Map irgendwie untergeht. Nicht schlecht. Michel, Michel. Alter!
zieht euch mal den Turm rein. Richtig gut gemacht, richtig gut gemacht. Ja, also ich muss, also Eddie und Michel, den merkt man ihr Alter an. Da kommt Kreativität raus. Finde ich richtig gut. Also auch ein guter Einfall, gerade mit den Klappen hier vorne, das finde ich sehr schön. Also auch für die Zukunft. Wer richtig geile Dinge baut, also wir sind ja, ich will ja eine Mittelalterwelt bauen. Ich meine, wer so richtig geile Dinge entwirft, den werde ich auch noch in andere Projekte einladen. Ich habe nämlich noch was in Planung. Das bleibt aber erstmal mein Geheimnis, also was ich vorhabe. Aber ich will jetzt nicht so viel verraten. Auf jeden Fall habe ich mit denjenigen noch was vor. Also ich, bitte, wenn ihr irgendwas baut, knallt bitte immer ein Schild dran. Damit ich immer sehe, von wem das war. Denn manche Dinge sind wirklich so gut, da könnte man auch, mal abschweifen vom Thema, Tutorial-Videos machen. Und wenn sie nicht schon aus einem Tutorial sind, könnte man mit demjenigen ein Tutorial-Video machen. Also ich fliege rum und filme und der andere baut. Das wäre auch ganz geil. Oder er baut selber und ich stelle es dann rein. Vielleicht hat jemand seinen eigenen Channel und so weiter. Können wir alles machen, ist kein Problem. Ja, gut. Das war es erstmal für diese Folge. Sorry, dass es ein Let's Show wurde. Aber ich muss ab und zu mal Revue passieren lassen und mir anschauen. Dirtsch, mach weiter. Dirtsch arbeitet jetzt tagsüber auch. Mal gucken, vielleicht kriegen die Nacht noch ran. Dass er ein bisschen was macht. Auf jeden Fall, Der größte Dank geht eigentlich immer der Community. Also, ihr könnt ja weitaus von zeitlichen vielleicht ein bisschen mehr bauen als ich. Deswegen kommt ihr auch so schnell voran. Und ich finde eure Bauwerke echt genial. Also, ich muss schon sagen, ich habe richtig kreative Köpfe bei mir. Und manche sollten sich vielleicht überlegen, gerade diese schönen Dinger bauen, zum Beispiel der Michel und vielleicht auch der Eddie, ob ihr nicht vielleicht auch irgendwie mal was aufnehmen wollt. Also ich zwinge jetzt keinen, aber manche Dinge sind dann doch schon so weit, dass ich sagen könnte, ich würde es mir auf YouTube angucken. Das dazu, gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke auch den Leuten, die hier gebaut haben und diese schönen Dinge mal vollrichten. Wir sehen uns in der späteren Folge wieder. Und die jetzt die Folge geguckt haben und heute keine Zeit mehr haben, wir hören uns morgen. Ich danke euch fürs Zuschauen nochmal. Ciao und macht's gut.